Herzlich willkommen zurück auf der Mainstage. Es geht weiter mit dem Programm. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch jetzt auch die Lunchpause genutzt haben und gar nicht als Lunchpause, sondern vielleicht auf der Plattform aktiv waren, munter genetzwerkt haben. Und da kam auch eine Frage, wie lange stehen denn die Ressourcen der Plattform zur Verfügung? Falls ihr da zum Beispiel wirklich gute Kontakte über die Community oder auch die Connect-Plattform gemacht habt, eine Woche ungefähr. Ne, Sebastian, das heißt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, jetzt nicht morgen mit Festivalende ist alles sofort weg, aber sorgt dafür, dass die wertvollen Connections, Ressourcen, Links, auch was auch immer ihr auf der Plattform findet, zumindest dann, sagen wir mal, bis zum Ende des Wochenendes gesichert sind, dann bleiben sie euch erhalten. Und alle Streams, die gehen natürlich dann im Anschluss tatsächlich auch noch auf den YouTube-Kanal vom University Future Festival. Also die bleiben uns auf jeden Fall für alle Ewigkeit oder zumindest solange das Internet uns begleitet, erhalten. Da geht nichts verloren. Auch nichts von dem Talk, der jetzt ansteht. Ein unglaublich spannender Talk. Wir reden, der im Prinzip alles zusammenbringt, was hier auf der Mainstage in den letzten anderthalb Tagen schon passiert ist, rund um die Frage, wohin müssen sich Hochschulen entwickeln, wie werden sie innovativ, wie leisten sie ihren Beitrag zu den großen Herausforderungen der Gesellschaft und lösen dabei auch den einen oder anderen Painpoint, der sie selbst beschäftigt und wie schaffen sie all das sinnstiftend und auch in einer gewissen Weise authentisch, also einen sie definierten Kern behaltend. Und das werden wir jetzt zusammenbringen, all diese Fragen. Und zwar mit zwei wunderbaren Papieren. Einerseits werden wir gleich einen schönen Einblick bekommen in eine Studie, die sich nennt Neue Form der tertiären Bildung, eine fallstudienbasierte Explorationsstudie des Stifterfarm Bad Nürs, die Studie hat sich damit beschäftigt, was gibt es eigentlich an tollen Beispielen da draußen, welche Painpoints haben die adressiert und wie haben sie das für sich gelöst? Also ganz konkrete, wunderbare Beispiele. Und dann bekommen wir noch einen Einblick in eine Publikation, nämlich die authentische Hochschule, wirksame Hochschulidentitäten in Zeiten des Umbruchs. Und da geht es eher darum, welchen authentischen Kern können Hochschulen für sich entwickeln? Und da werden wir 12 verschiedene Identitäten kennenlernen oder zumindest ein paar davon, einen kleinen Ausschnitt. Und wer steckt dahinter? Zwischen der vorgenannten Studie, hierfür haben wir Andrea Frank mit an Bord, die als stellvertretende Generalsekretärin, Mitglied der Geschäftsführung des Stifterverbandes. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, freue mich. Und dann für wiederum die Publikation Die authentische Hochschule, Ulrich Müller mit an Bord. Die Publikation hat er zusammen mit Frank Ziegele geschrieben. Schön, dass du da bist. Hallo. Das Besondere an dem Talk ist, wir bekommen schnell einen Einblick in beide Papiere und werden dann diskutieren, wie die vielleicht zueinander stehen, wo es Überschneidungen gibt oder was sich aus den verschiedenen Sichtweisen für uns ergibt. Aber wir werden das vor allem mit euch allen diskutieren. Also füllt den Chat. Werden wir den Einblick bekommen? Schon direkt mit Leben, mit Meinung, vielleicht mit anderen Beispielen, mit Gegenthesen. Seid ihr damit einverstanden, was ihr hört? Seht ihr das ganz anders? Lasst es uns direkt wissen, damit ich das im Anschluss aufnehmen kann. Wir haben wirklich ausführlich Zeit, das zu diskutieren, also länger als das normale Q&A. Und auch hier im Live-Publikum vor Ort in Berlin, überlegt euch auch kluge Fragen oder Meinungen oder Plädoyers. Wir machen das sozusagen, ich sag mal, als ein Fishbowl-artig. Wir können euch digital nicht auf die Bühne holen und hier physisch in Berlin ist die Stufe auch sehr hoch, aber wir machen das sozusagen übertragenen Sinne im Fishbowl. Das heißt, es ist nicht nur ein Q&A, sondern es ist eine muntere Diskussion mit euch. Also stellt euch geistig schon mal darauf ein. Ich würde sagen, Ulrich, gib uns doch einen schnellen Einblick. Einen schnellen Einblick. Wunderbar. Ja, ich habe 12 Minuten, deswegen steige ich direkt ein. Das hier ist ein Auszug aus dem Leitbild, aus dem Mission Statement einer deutschen Hochschule. Wir stehen für Exzellenz in Lehre und Forschung, Interdisziplinarität und Internationalität besitzen für uns einen hohen Stellenwert. Ich frage Sie, welche Hochschule ist das? Erkennen Sie sie? Ich höre leises Lachen, ich höre auch keinen Hochschulnamen und das habe ich auch so erwartet, weil kriegt man Mission Statements oder Leitbildtexte von deutschen Hochschulen vorgelegt, wo der Hochschulname geschwärzt ist, ist die Wiedererkennungsquote eher gering. Warum ist das so? Warum ist die Trefferquote so gering? Leitbildtexte sind tatsächlich in weiten Teilen ziemlich austauschbar. Es gibt so Sätze fürs Phrasenschwein, die im Prinzip jede Hochschule einsetzen muss. Jede Hochschule sagt über sich eigentlich, sie ist innovativ, sie ist exzellent, sie ist forschungsorientiert, sie ist interdisziplinär, sie ist international. Da kommt man irgendwie nicht drum rum. Damit listen sie aber eigentlich nur Mindestanforderungen. Sie listen damit akademische Grundhaltungen. Und was sie eben nicht nennen, ist damit eine Beschreibung ihrer eigenen Einzigartigkeit von ihren USP.
Und die Vermutung liegt nahe, also eine böswillige Vermutung, die aber wahrscheinlich stimmt leider, dass manche Hochschulen das selber noch nicht so ganz klar haben, wer sie wirklich sind, was sie ausmacht, was so die strategischen Schwerpunkte sind. Sprich, sie haben nicht in jedem Fall, viele nicht, eine greifbare Identität. Und wenn wir hier über die Hochschule von morgen reden, fürchte ich, müssen wir hier beginnen bei der kollektiven Identität von Hochschulen in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, das Thema Hochschulprofilierung ist doch seit 20 Jahren wird das durchgekaut in Deutschland, mindestens seit 20 Jahren. Warum ist das jetzt so aktuell? Aktuell, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, sehen sich Hochschulen einer Explosion von Erwartungen ausgesetzt. Früher war das ein bisschen einfacher. Da gab es zwei Aufgaben im Wesentlichen für Hochschulen. Das war Forschung, das war Lehre und Punkt. Und heutzutage sollen Hochschulen Spitzenforschung betreiben, sich international vernetzen, aber eben auch anwendungsorientiert sein, mit Unternehmen vor Ort zusammenarbeiten. Sie sollen sehr selektiv den besten wissenschaftlichen Nachwuchs herausfiltern, aber eben auch gleichzeitig für Chancengerechtigkeit sorgen und für Durchlässigkeit. Sie sollen einerseits bedarfsorientiert die Fachkräfte bereitstellen, die benötigt werden, aber eben auch Start-ups fördern, Wissen transferieren, Weiterbildung anbieten und gute Bedingungen für Studierende und Mitarbeitende mit Kindern schaffen. Third Mission gewinnt vehement an Bedeutung und damit die Hinwendung von Hochschulen in Richtung Gesellschaft. Und ganz nebenbei sollen Hochschulen auch noch die Welt retten, sprich Klimawandel, Demografie, Resilienz der Demokratie. Das sind alles wichtige Aufgaben, gar keine Frage. Aber meine These, ohne Fokussierung geht eine Hochschule da unter, diesem Wust von Erwartungen. Eine Hochschule kann das gar nicht alles gleichzeitig leisten, was von Hochschulen heutzutage zu Recht erwartet wird. Und eine Hochschule, die meint, alles bedienen zu können, bedient am Ende vielleicht keinen so richtig. Ich weiß nicht, was halten Sie von einem Dönermann, der auch italienische Pizza anbietet und Ente süß-sauer und Wiener Schnitzel? Meine Erfahrung ist da nicht so berauschend. Und ich bin da eher skeptisch. Und ich bin aber auch skeptisch, wenn eine Hochschule 8 bis 10 Schwerpunkte hat. Und meine These wäre auch da, wenn jemand 8 bis 10 Schwerpunkte hat, hat man wirklich in Wirklichkeit vielleicht gar keinen Schwerpunkt. Spezialisierung war die letzten 2 Jahrzehnte in aller Munde, aber doch eher so nice to have. Ein paar Mutige haben das gemacht, haben sich dann in ein blaues Auge geholt, hochschulintern, haben es irgendwie durchgekriegt oder auch nicht. Also es war trotzdem eher nice to have. Und ich glaube, wir sind inzwischen in einem Stadium, wo Hochschulen gar nicht mehr drum rumkommen, wo es eine Notwendigkeit ist, ein klares Profil zu haben. Ich glaube, ohne eine klare Identität wird es eine Hochschule sehr schwer haben in den nächsten Jahren, dass man intern und extern für Orientierung sorgt, dass man attraktiv ist für Studierende, für MitarbeiterInnen, für Kooperationspartner extern. Es wird schwer, die Qualität im benötigten Umfang sicherzustellen, die Ressourcen eben gezielt einzusetzen, ernst genommen zu werden nach außen und das Budget zu legitimieren und in manchen Fällen tatsächlich sogar die Existenz. Das Tröstliche dabei ist, dass, wie ich eben sagte, Hochschulen können gar nicht alles gleichzeitig machen, sie müssen es aber auch nicht machen. Meine These ist, dass ein Hochschulsystem insgesamt die Bedarfe abdecken muss, eben nicht eine einzelne Hochschule. Und dieser Grundgedanke spricht Hochschulen damit sozusagen zu, liebe einzelne Hochschule, du bist nicht für alles verantwortlich, aber entscheide du bitte die Punkte, worauf du einen Schwerpunkt legen willst, wo du stärker und besser und weiter als andere bist. Und genauso wichtig ist eigentlich, vielleicht sogar noch wichtiger zu wissen, was man nicht tut, was man nicht kann, was man nicht will, was man anderen überlässt. Die aktuelle Phase ist eigentlich eine sehr gute, sich diese Gedanken zu machen, denn es ist ohnehin, wir haben das eben auch schon bei Frau Göpel gehört, einiges im Umbruch. Und auch für Hochschulen ist es so, dass sie sich auf zahlreiche kippende Gewissheiten einstellen müssen. Ich kann das da kaum noch hören inzwischen, die Multikrisen und Zeit des Umbruchs, Zeitenwende, aber leider stimmt das ja. Zahlreiche Gewissheiten im Hochschulsystem, die eigentlich immer galten, zumindest ein paar Jahrzehnte, kommen jetzt ins Wackeln. Lange Zeit galt zum Beispiel unumstößlich, akademische Bildung ist strikt getrennt von beruflicher Bildung und was ganz anderes. Ein Studium ist eine einmalige, in sich zusammenhängende Geschichte, eine Phase zwischen Abitur und Beruf. Lehre findet natürlich in Präsenz im Hörsaal statt. Und es geht vor allem um Fachwissen. Und genau dieses Fachwissen wird nach dem Auswendiglernen der Studis am Ende abgefragt. Ein Studium zielt auf einen großen Abschluss. Damals Magister und Diplom, heute Bachelor, Master. Und alles, was darunter bleibt, zählte immer als Abbruch.
das sind die Gewissheiten, die galten, beziehungsweise das waren sie. Die Hochschulwelt verändert sich und da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues. Wir haben ewig schon geredet über lebenslanges Lernen, jetzt wird das Realität. Viele Bildungswillige schreiben ihre Bildungsbiografie lebenslang fort. Viele beruflich Gebildete wünschen sich ein akademisches Upgrade und kriegen dafür maßgeschneiderte Angebote. Immer mehr sagen, warum muss ich mich entscheiden zwischen einer beruflichen und einer akademischen Ausbildung? Ich will beides. Stichwort duales Studium. Studium findet gerade an privaten Hochschulen immer mehr auch online statt, mit Blended Learning, auch berufsbegleitend, auch flexibel, auch mit Teilabschlüssen, Stichwort CASTAS, als so Zwischenetappen oder mit Schwerpunkt auf Future Skills statt auf Fachwissen. Und das sind unbestreitbare Trends, die kann man mit Zahlen nachvollziehen. Das gehört einfach zur neuen Realität. Das sind relevante Veränderungen, die Hochschulen aber ganz schön herausfordern. Und nochmal der Punkt, nicht, dass jetzt jede Hochschule all diese kippenden Gewissheiten aufgreifen und berücksichtigen muss, aber jede Hochschule sollte sich reflektieren, was für sie relevant ist, was für sie Folgen hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Hochschulen müssen sich reflektieren, sich vielleicht verändern. Die gute Nachricht ist, sie können sich jetzt auch verändern, viel mehr als je zuvor. Wir haben aktuell eine Veränderungsdynamik im Hochschulsystem, wo auf einmal ganz andere strategische Optionen auch denkbar sind, die früher undenkbar gewesen wären. Es entstehen ganz neue Profilierungsmöglichkeiten auch. Vor 2 Jahren zum Beispiel ist vom Wissenschaftsrat der gottgleichen Institution in Deutschland die Tomorrow University Konzept akkreditiert worden. Also eine Hochschule ohne Campus, die man nur per App sozusagen besuchen kann. Das wäre noch vor einigen Jahren, finde ich, undenkbar gewesen. Nehmen Sie die Berufliche Hochschule Hamburg, die bringt akademische und berufliche Bildung zusammen. Auch das vor 10 Jahren undenkbar, jetzt möglich. Zum Schluss will ich kurz illustrieren, was jetzt eigentlich das Spektrum ist von Hochschulen, die wir vielleicht demnächst brauchen oder hoffentlich kriegen werden. Also wenn Hochschulen sich lösen von diesem Bullshit-Bingo, vom Einzahlen ins Phrasenschwein, wenn sie sich mutig konturieren und profilieren, was kann da rauskommen? Wir haben da als CAE so ein Hochschulquartett entworfen. Ich habe eins hier mitgebracht. Ich habe auch noch 10 Stück dabei, wenn jemand nachher Lust hat. Die sind, irgendwann haben die Sammlerwert. Da haben wir so, man kann das wirklich Quartett spielen damit, mit verschiedenen Hochschulprofilen. Finden Sie auch unter authentische-hochschule.de. Also manche Profile, die ich jetzt nenne gleich, gibt es jetzt schon ansatzweise. Manche sind noch in weiter Ferne. Und der gedankliche Ausgangspunkt ist einfach für dieses Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, eine Hochschule sagt, wir haben eine Herausforderung, einen Trend. Da stürzen wir uns komplett drauf. Eine Aufgabe, also sehr idealtypisch, nicht, dass Sie sich nachher wundern. Also ein Trend oder ein Thema, wo wir sagen als Hochschule, das ziehen wir uns an, diesen Schuh, da gehen wir rein. Und dann entsteht ein sehr zugespitztes Profil, zum Beispiel das hier, die Online-Hochschule für Berufstätige. Die sagt, wir sind nicht mehr gebunden an den Hörsaal. Wir schaffen über digitale Angebote einfach zeitlich und flexible Studienangebote für Berufstätige, für lebenslanges Lernen. Das machen manche Hochschulen schon, werden Sie sagen, und Sie haben recht, wir steigern uns langsam. Der regionale Motor zum Beispiel, das ist eine Hochschule, die sagt, unser Job ist es, vor Ort sehr verwurzelt zu sein. Wir fördern Innovationen im Umfeld, wir bringen die Region voran. Da ist das Third Mission Profil natürlich sehr prägend. Und die Themen sind dann Fachkräfteversorgung für die Region, Weiterbildung, Transfer. Auch noch ein Profil, relativ nah an dem, was wir kennen. Genau. Das nächste wäre vielleicht ein bisschen wilder, die angewandte Exzellenzhochschule. Wir haben das heute Morgen schon gehört, wir müssen uns davon lösen, den Exzellenzbegriff zu reservieren für Forschungsexzellenz, weil es die Exzellenzstrategie so vorlebt. Hier wäre denkbar eine HAW, also eine Fachhochschule, die sagt, unser Schwerpunkt ist unser Forschungsprofil und wir heben unsere Forschung auf ein außergewöhnliches Level. Aber wir imitieren nicht die Unis, wir machen das HAW-Style. Das heißt, wir haben zum Beispiel exzellente Promotionen, aber mit Anwendungsbezug. Wir machen das, was eine HAW stark macht und groß gemacht hat, auch quantitativ. Das bringen wir hier auch in den Bereich des dritten Zyklus, im Bereich Promotion. Und wir sind so eine Exzellenzhochschule mit angewandter Forschung, mit enger Vernetzung mit Unternehmen vor Ort. Dann wäre denkbar eine Lernkonzepthochschule, die sagt, wir richten die ganze Hochschule aus auf einen prägenden Lehr-Lern-Ansatz. Maastricht hat das etwa gemacht mit dem Problem-Based Learning. Es gibt Ansätze auch bei der Leuphana mit der Studieneingangsphase, mit dem Studium Generale. Dann wäre denkbar eine Guidance-Hochschule, die sagt,
Die Hochschulwelt wird immer komplexer. Und ich kann dir sagen, ich habe gerade eine 18-jährige Tochter, die einen Studienplatz sucht. Selbst ich blicke da kaum noch durch. Es ist der Wahnsinn. Wie viele Hochschultypen, wie viele Studiengänge. Da Orientierung zu finden, ist echt schwierig. Und eine Guidance-Hochschule wird jetzt sagen, wir führen Bildungsinteressierte schrittweise zum Abschluss. Und zwar über kumulierbare Mikrozertifikate. So führen wir Menschen in enger Betreuung zum Studienerfolg. Wir sind Spitze in enger persönlicher Betreuung, gerade nicht traditioneller Studierender. Wir vereinbaren individuell das Tempo, die Ausrichtung und das angestrebte Ziel. Noch ein bisschen wilder wäre eine Grand Challenge University. Die sagt zum Beispiel, wir konzentrieren uns in der Forschung auf ein Thema, das die Welt bewegt, was weiß ich, zum Beispiel Klimawandel. Eine Herausforderung unserer Zeit nehmen wir an und da alles, mit allem, was wir haben, stürzen wir uns da drauf. So eine Hochschule hätte vielleicht dann überhaupt keinen Bachelorstudiengang, sondern nur sehr forschungsorientierte Master oder einen sehr großen Schwerpunkt auf Promotion. Müsste international vernetzt sein, mit den Doktorandenprogrammen vor allem. Aber das wäre eine spannende Kiste, zu sagen, wir packen da die größten Experten ihrer Zunft rein, damit sie interdisziplinär an diesem einen Strang ziehen. So, und spätestens beim nächsten würde jetzt Wissenschaftsrat und Akkreditierungsagenturen Schnappatmung kriegen. Das wäre eine Zertifizierungshochschule. Die würde sagen, wir haben überhaupt keine eigenen Lehrangebote. Alles, was wir tun, also unser Job ist es, zu prüfen und zu bescheinigen, dass jemand etwas kann und ob er, was der kann. Egal, wo die Kompetenz erworben ist, ob formell oder informell, wir prüfen die, wir bescheinigen die und wir bündeln Einzelbausteine zu größeren akademischen Abschlüssen. Das ist noch reine Zukunftsmusik. Das war jetzt ein Ausfall aus diesen 12 idealtypischen Profilen, so eine Art Panoptikum haben wir es genannt, auch nach dem Motto, nicht schimpfen nachher, übertreiben macht anschaulich. Man soll so als Profilierungsoption anbieten, was überhaupt möglich ist, soll ermutigen, wild und frei und neu zu denken, beispielhaft diese Bandbreite eben zu zeigen. Und letzte Folie, ich glaube wirklich, dass unsere Hochschullandschaft noch sehr viel Vielfalt mehr vertragen kann. Es ist so, dass wirklich ein schön formuliertes Mission Statement oder ein Leitbild einfach nicht mehr ausreichen, um als Hochschule auf Dauer sicher zu sein, ich bin relevant, ich bin zukunftsfähig, meine Existenz ist sicher. Ich glaube, wenn Hochschulen nicht klar haben, wer sie wirklich sind, wer sie eigentlich sind im Kern, wo sie stark sind und wo nicht, was sie erreichen wollen und was eben nicht, wen sie adressieren und wen nicht, wofür sie sich zuständig erklären und wen nicht, wenn sie nicht reagieren auf diese veränderten Erwartungen, die Hochschulen sich, den Hochschulen sich ausgesetzt fühlen, dann agieren sie irgendwann höchstwahrscheinlich am Bedarf vorbei, an der Nachfrage vorbei und wahrscheinlich eben auch an der Realität vorbei. Und dann droht ihnen schlimmstenfalls die Bedeutungslosigkeit. Positiv formuliert, eine zukunftsfähige, relevante, wir nennen es authentische Hochschule, die verfügt über eine gelebte, eine glaubwürdige, eine authentische Identität, die natürlich nicht alles erklärt, was an der Hochschule so abgeht, aber die die prägenden strategischen Schwerpunkte klarzieht und definiert. So eine zukunftsfähige Hochschule hat eine Identität, die stimmig ist, die passt, die geglaubt wird, die sie abhebt von anderen Hochschulen, die intern und extern Orientierung gibt, die eigene Stärken und Schwerpunktsetzungen eben zusammenbringt mit den Bedarfen der Gesellschaft, mit Trends, mit der Nachfrage und eben sich auch bei Bedarf flexibel weiterentwickelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ulrich. Ich glaube, da ist viel drin für gleich eine Diskussion, um noch tiefer einzutauchen. Aber lass uns erst das Bild vervollständigen damit, was vielleicht schon Wunderbares da draußen in der Welt zu finden ist. Ja, vielen Dank, Zackes. Vielen Dank, Ulrich, auch für diesen Einblick in schwindende Gewissheiten und sich daraus ergebende zugespitzte Profile. Bereit für den Aufbruch, das geht auch konkret. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine Reise und auf einen kleinen Sneak Preview in unsere Explorationsstudie Neue Formen tertiärer Bildung. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Technopolis. Ich habe gesehen, Sie sind auch heute hier für die Zusammenarbeit und die, die Umsetzung dieser Studie. Sie wird Ende des Monats erscheinen und wir geben gleich auch noch einen kleinen Ort, wo ihr bei Interesse sozusagen eure Kontaktdaten hinterlassen könnt. Die Slides brauchen wohl noch eine Sekunde. Zack ist genau, du guckst mich so an, ich frage mich, zwei Minuten, das kann nicht sein, ich habe gerade erst angefangen. Genau, die Folien. Die Folien brauchen. Ich fange einfach an. Genau. Genau, ist nicht schlimm. Vielleicht zum Einstieg wollte ich auch, und ich glaube, das habt ihr schon in verschiedenen sozusagen Schattierungen gehört, nochmal hinweisen auf die Herausforderungen, in denen sich auch Hochschulen heute bewegen. Stichwort
gesellschaftliche, globale Herausforderungen, gesellschaftliche Spannung oder auch, und das ist besonders wichtig, oder auch die Frage des Fachkräftemangels und das bei sinkenden Ressourcen und schwächelnder Konjunktur. Ich sage das auch nochmal so, weil ich glaube auch, dass der Rückgang von Ressourcen erfinderisch machen kann in dem sozusagen Suchen nach dem Weg in die Zukunft. Wir glauben, ich gucke noch mal gerade. Noch brauchen wir wohl einen. Noch brauchen wir, alles Slide. Gut, alles gut. Es wäre eh so ein sozusagen visueller Hintergrund gewesen, deswegen müsst ihr jetzt eher mich angucken und nicht auf das Bild hinterher, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir glauben aber, und das ist für mich die gute Nachricht in dieser auch manchmal so Untergangsszenarien-Diskussion, dass die Hochschulen hier eine ganz spannende Rolle spielen können. Sie sind Orte des Wissens, sie bilden die Menschen aus, die bis Ende des Jahrhunderts unsere Zukunft gestalten. Sie können Lösungen entwickeln. Sie sind einerseits global vernetzt über die Wissenschaft, aber gleichsam auch sehr, sehr stark verortet im Regionalen und Konkreten. Und ich glaube, das ist einerseits Anspruch, aber auch Verantwortung zugleich. Dankeschön. Weil sozusagen diese Rolle, wer sich sozusagen keinen Referenzrahmen gibt an dem Beitrag zur Transformation, glaube ich, bleibt als Hochschule. Das wäre eine der Thesen auch hinter dem gesellschaftlichen Anspruch zurück. Wir glauben, dass für diese Entwicklung einer produktiven Rolle von Hochschule und Wissenschaft in einer sich verändernden Gesellschaft es Zukunftsdiskussionen braucht. Es braucht eine Auseinandersetzung damit, welchen Aufbruch, aber welche Entwicklungspfade es auch gibt für Hochschulen. Es braucht aber auch, das ist so die zweite Überzeugung, zumindest vom Stifterverband und glaube auch vom HFD, als sozusagen eine Organisation, die Diskurse organisiert. Es braucht Zusammenarbeit und Kollaboration, um Expertise in die Breite zu bringen, um Erfahrungen zu teilen, um vielleicht auch mal gemeinsam im Dialog mit der Politik Experimentierräume zu öffnen. Wir haben, kurzer sozusagen the big picture, wir haben als Stifterverband unter dieser Überzeugung, wir brauchen Partnerschaften, wir brauchen gemeinsamen Dialog mit der Politik, die Zukunftsmission Bildung initiiert. Auf 4 Themenfeldern arbeiten wir in starken Umsetzungsallianzen. Aber wichtig für heute ist, dass es auch einen Vision Track gibt, in dem wir über die nächsten Jahre immer wieder reinschauen wollen in die Zukünfte der Hochschulen und abgeleitet von Ergebnissen von Studien in Förderinitiativen mit Hochschulen gemeinsam Wege gehen wollen, um Antworten zu finden auf die Herausforderungen, die wir sehen. Wie sind wir jetzt vorgegangen in unserer Explorationsstudie? Wir haben zu Beginn euch gefragt. Wir haben in einem Art Crowdsourcing-Prozess in der Community nach guten, auch internationalen Beispielen gefragt. Wir haben bewusst auf sozusagen internationalen Scope gesetzt, um uns inspirieren zu lassen von Hochschulen in aller Welt, die schon erste Schritte auf Entwicklungspfaden gegangen sind. Und wir haben abgeleitet aus diesen 165 Beispielen 7 Fallstudien, an denen wir zeigen wollen, wie Hochschulen aller Welt 4 zentrale Pain Points, haben wir genannt, sozusagen bearbeiten oder Antworten auf diese Pain Points finden. Denn das sozusagen leitet auch unsere Suchbewegung, dass wir sagen, im Moment stehen Hochschulen primär in Studium und Lehre vor 4 Herausforderungen und das hat uns primär interessiert. Das erste ist das Thema Zugang, also die Frage, wie gelingt es mit zunehmend heterogenen Studierendenschaften umzugehen, neue Zielgruppen zu erschließen bei gleichzeitigen Steigerungen des Studienerfolgs. Zweite Painpoint ist die Adaption von Lerninhalten. Wie gelingt es, neue Kompetenzanforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft schnell reinzubekommen in die Bildungseinrichtung, in Lernangebote. Das dritte ist das Gestalten von Lernerfahrungen. Wie gilt es, durch technologische und didaktische neue Konzepte tradierte Lehr- und Lernprozesse zu ergänzen oder eben auch zu ersetzen? Und das vierte ist strukturelle und institutionelle Anpassungsfähigkeit. Das ist eigentlich für mich das Spannendste. Wie mache ich aus einer Hochschule vielleicht auch eine agile, wenn das nicht überstrapaziert ist das Wort, aber eine bewegungsfähige, adaptionsfähige Institution. Wir haben die 165 Beispiele anhand von bestimmten Kriterien noch ausgewählt, sowas wie Neuheit, Transformativität, Wirksamkeit, Umsetzbarkeit, auch Übertragbarkeit. Und am Ende ist sozusagen ein Überblick daraus geworden, der bereits erprobte Ansätze darstellt, der Neues, vielleicht auch noch nicht Erprobtes darstellt,
der zeigt, was kann man in bestehenden Institutionen verändern, aber wie kann man auch vielleicht durch Neugründung etwas radikaler Antworten finden auf diese vier zentralen Pain Points. Ich möchte jetzt auf drei Beispiele kurz eingehen und zeigen, wie man ganz konkret dort arbeitet. Und wir haben jetzt auch für heute, also ich will euch neugierig machen damit auf die Studie, und wir haben uns für heute auch Beispiele ausgesucht, die aus meiner Sicht relativ gut übertragbar wären. Ich starte mit dem Thema Zugang, also mit der Frage, wie kann ich eigentlich neue Zielgruppen erschließen und wie kann ich umgehen dann mit deren sehr unterschiedlichen Anforderungen ans Lernen. Und wir haben uns hier das College Unbound rausgesucht. Das ist eine kleine Universität in Rhode Island, noch nicht besonders alt, aber wachsend, die sich explizit in Anspruch gestellt hat, und da kommen wir so ein bisschen auf deine Profile zurück, Chancengerechtigkeit zu fördern und unterrepräsentierte Studierendengruppen zu attrahieren. Das ist sozusagen der Daseinszweck dieser Einrichtung. Und ich möchte drei, wie ich finde, sehr tolle Elemente in dem Konzept hervorheben, die aus meiner Sicht übertragbar wären. Das eine ist die Ausrichtung des Lernens an den sogenannten Big Ten, so heißt es dort. Das sind im Prinzip die 10 aus Sicht der Universität Kernschlüsselkompetenzen, die man für Leadership braucht. Diese können sich ändern, aber alle Lernangebote orientieren sich an dem sozusagen Erlernen dieser 10 Kompetenzen. Das zweite ist das Konzept Learning in Public, also die Frage der Anerkennung von Vorleistungen, die sich natürlich auf formal erworbene Leistungen beziehen, aber eben auch auf Erfahrungen, die man in der Arbeit, im Engagement, erlernt hat und über Portfolios, über Interviews, über Prüfungen nachweisen kann. Und ich glaube, diese Frage der unkonventionellen, offenen, wenig formalistischen Frage der Anerkennung ist ein großer Hebel, um ungewöhnliche Gruppen an die Hochschulen zu bringen. Und das dritte ist die konsequente Ausrichtung der Lernsettings an den Lebensentwürfen der Studierenden, die an die Hochschulen kommen. Also ich habe wenig Präsenzzeit, damit ich mein Studium mit anderen Dingen verbinden kann. Ich habe ein Setting, wo ich in der Hochschule mit anderen arbeiten kann, wenn ich das sozusagen zu Hause nicht kann, aufgrund von Familiensituationen. Ich habe eine konsequente Integration von eigenen Projekten in das Lernen. Also die ganze Organisation des Studiums ausgerichtet an den Lebensentwürfen der Studierenden, die am College Unbound studieren. Das zweite Beispiel ist die Erasmus University Rotterdam, die, glaube ich, auch insgesamt bekannt ist für ihren sehr innovativen Ansatz. Eine staatliche Universität in den Niederlanden, 40.000 Studierende mit dem Claim, und da sieht man auch schon den Bezug zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, Creating Positive Social Impact, das leitet sozusagen das Forschen und das Lernen an der Erasmus Universität. Was ist jetzt für uns das Spannende eigentlich an diesem Fallbeispiel? Die Universität verankert Innovation institutionell und will dies leben. Das ist sozusagen erstmal der Anspruch, der formuliert wird. Und im Kern steht dabei die schon 2019 gegründete Community of Learning, die das Ziel hat, in und mit den Fakultäten oder in Fachbereichen Innovation in der Bildung zu ermöglichen. Und das ist eben nicht nur so ein Anspruch, sondern mit Leben gefüllt. Wöchentlich trifft man sich und versucht, Lösungen gemeinsam zu entwickeln für Herausforderungen in der Lehre. Der Fokus liegt auf Entwicklung der Studierenden, Innovationsfähigkeit der Lehrenden, und das dritte ist die Verbesserung von Online-Lehren und Lernen. Also konkrete Aufgabe, kollektive Anstrengung für eine Verbesserung der Lehre mit Blick auf Positive Social Impact. Wir finden innerhalb der Erasmus-Universität weitere innovative Elemente. Dieser Prozess begleitet mit der konsequenten Förderung von Bildungsforschung und damit auch dem Versuch, Erkenntnisse der Bildungsforschung in die Praxis zu übertragen, mit Students for Students-Initiativen, also einer Aktivierung der Ideen- und Innovationskraft von Studierenden für die Lehre. Das sind, glaube ich, alles Elemente, wo ich sagen würde, das ist eine Vernetzungs- und Aktivierungskultur und Struktur, die Erfolge hervorbringt. Und ich komme zu meinem letzten Beispiel aus der Studie. Das ist die heute eben schon mal von Maya Göppel erwähnte Arizona University. Aktuell mit 180.000 Studierenden wächst sie zu einer der größten Universitäten in den USA. Und sie hat in den 20 Jahren, ist sie nicht nur gewachsen, sondern hat sich auch mit Blick auf ihre Vision neu erfunden. So behauptet sie selbst. Und sie fokussiert sich jetzt konsequent auf den Studienerfolg ihrer Studierenden.
Der Claim heißt, we are measured not by whom we exclude, but by whom we include and how they succeed. Und alles, was die Universität tut, ist sehr stark ausgerichtet auf diese Frage des Studierendenerfolgs. Wie tut sie das? Sie nutzt dafür sehr konsequent, so habe ich es verstanden, Learning Analytics als Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen. Damit analysiert sie Lernfortschritt und entwickelt, leitet Unterstützungsbegleitung ab. Sie nutzt das für die Lernforschung, für einen internen Action Lab for Student Success, also für so eine Art internen Entwicklungs- und Think Tank. Und sie nutzt Learning Analytics als Grundlage für das adaptive Lernen und damit auf das Eingehen von individuellen Lerngeschwindigkeiten und Lernanforderungen. Also das ist sozusagen der technologische Antwort auf diese Herausforderung. Und das Zweite, und das hat mir auch gut gefallen, ist so eine Art Neudenken der Stabstellen. Ich sage es jetzt mal so in meinen Worten. Dort heißt es aber Academic Enterprises, also es gibt sozusagen interne Innovationseinheiten, die mit und quer zu den Fakultäten einmal an der Studiengangsentwicklung, Academic Enterprise heißt das, an Forschung und Innovation, Knowledge Enterprise, und an der Lerninfrastruktur und Lernbegleitung arbeitet, Learning Enterprise. Diese Enterprises sind so eine Art Think Tank, Innovationstreiber, Brücke zwischen Forschenden und Lehrenden der Fakultäten. Sie können interne Ideen inkubieren, sie können aber auch Ideen reinholen und versuchen, das in die Breite zu geben, aber immer mit dem Anspruch, auch dafür selber Geld ranzuschaffen, sage ich mal, entweder intern und extern oder extern. Und ich glaube, solche Art von, ich habe gesagt, Neuerfindung der Stabstellen. Stabstellen sind ja so ein bisschen top-down, koordinieren und steuern. Und hier habe ich das Gefühl, das ist im Sinne einer unternehmerischen Einheit von intern eine Aktivierungsstruktur, die eben auch von innen heraus wirkt. Aber immer, und damit komme ich zum Schluss, aber immer geleitet sozusagen von einer klaren Vision der jeweiligen Einrichtung. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Interesse geweckt. Wenn ja, bitte unbedingt hier eintragen, dann wird die Studie zugeschickt. Vielleicht abschließend, aus meiner Sicht hat der kleine Einblick gezeigt, man kann Zukünfte gestalten, sowohl durch Technologie oder Antworten, die auf Technologie basieren, als auch durch das Neudenken von Strukturen und Fragen der Zusammenarbeit intern. Aber am Ende spielt das Profil und das konsequente Handeln im Sinne des Profils eine ganz wesentliche Rolle. Und das bringt mich zurück zu dir. Profilkerne behindern zukünftig nicht, sondern sie können Innovationen Richtung geben. Das ist sozusagen mein Fazit nach der Erarbeitung der Studie und dem Lesen der Studie. Ich hoffe, wir können euch alle inspirieren, vielleicht ein bisschen was auch mitzunehmen in eure eigene Hochschule. Und damit komme ich erstmal zum Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, Andrea. Ich würde vorschlagen, wir diskutieren uns schon mal warm, vielleicht so für 18 Minuten. Und in der Zwischenzeit haben alle hier im Raum Zeit, sich Gedanken zu überlegen, und alle im Chat. 2, 3 habe ich schon gesehen, 2 Fragen. Also schreibt noch viele Fragen in den Chat rein, damit wir das hier mit aufnehmen können und diskutieren können. Um schon mal den Ball ins Rollen zu bringen. Du hast geguckt, was gibt es da draußen? Du hast geschaut, was wäre wünschenswert und wie kann man sich dahin entwickeln? Habt ihr schon Überschneidungen gesehen? Ihr habt ja auch jeweils gegenseitig in die Arbeit reingeschaut. Ich kann vielleicht mal, soll ich mal anfangen, ruhig? Also ich glaube, viele der innovativen Ansätze, die wir gesehen haben, sind mögliche Entwicklungspfade, um zu den etwas zugespitzten Profilen zu kommen. Also ich nehme mal dein Beispiel von der, ich glaube, Zertifikatshochschule hieß es bei dir, also sozusagen die Hochschule als Ort, wo Lernpfade entwickelt werden, sozusagen Kompetenzen, die woanders erworben wurden, anerkannt werden, um dann den Lernenden auf ein anderes Wissenslevel zu bringen. Ich glaube, das ist was, das ist sehr radikal weitergedacht, wo die Hochschule als Ort gar keine Rolle mehr spielt, aber am Ende mit dieser Frage der Portfolio-Anerkennungsmechanismen, die wir an einem Unbound College gesehen haben, ist, glaube ich, genau so ein Weg aufgemacht. Also sich öffnen gegenüber anderen Orten, wo man Kompetenzen erwerben kann, und immer mit Blick auf den Lernbedarf des Studierenden, diese externen Dinge mit internen zusammenzubringen, also mit hochschulischen Weiterentwicklungsangeboten zusammenzubringen. Ich glaube, aus meiner Sicht, also ich finde das super gelöst an dem Unbound College, konzentriert sich natürlich sehr stark darauf, aber im Prinzip könnte das jede Hochschule jetzt schon machen. Wir haben ein sehr formalistisches Anerkennungssystem, nach meiner Wahrnehmung sozusagen nicht formal erworbenes Kompetenzen spielen eigentlich gar keine Rolle. In der Regel, wenn man quer einsteigt in die Hochschule, und sich dazu inspirieren zu lassen. Ich glaube, das ist dann ein überzogenes Profil. Ne? So könnte das, ist ja auch das Ziel eures Buches.
Aber ich glaube, diesen Weg müssen wir beschreiten, wenn wir mehr Menschen integrieren wollen ins hochschulische Bildungssystem. Geht ja wieder zurück, das ich mache nicht, Nicole, okay. Du hast mir das Beispiel schon geklaut, das hätte ich auch genannt. Ja. Alles gut, das passt ja einfach so gut. Ich würde auch sagen, das ist jetzt schon möglich, bis zu 50% kann ja angerechnet werden. Und wenn man schaut, wo wird das gemacht in Deutschland, ist das in der Regel in der Weiterbildung, vor allem eben auch bei privaten Hochschulen. Das ist noch ein Spiel, was wir viel mehr nutzen könnten eigentlich, die Anerkennung von bereits vorhandenem, auch informell vorhandenem Lernen. Ich habe mir eine Sache bei der Studie, ich durfte sie schon lesen, notiert, das fand ich total schön, ein Satz, nicht die Studierenden müssen sich der Hochschule anpassen, sondern die Hochschule den Studierenden. Das fand ich eine sehr prägnante Aussage. In Deutschland kommt dann ganz oft die Reaktion so, ja, ihr wollt das Niveau weiter absenken. Ja, und ich kenne so die Witze, ich habe ein NRW-Abi, ne? Und in der Heute-Show wird ständig über das NRW-Abi gelästert. Und jetzt soll nicht nur jeder Abitur machen offensichtlich, sondern auch jeder einen Studienabschluss kriegen. Und ich denke, nein, es geht nicht um ein Absenken der Qualität, sondern es geht eher in Fragen, was bringst du mit, wo willst du hin, wie kriegen wir dich dahin? Und das heißt nicht, dass die Anforderungen gesenkt werden, aber vielleicht das Lerntempo, vielleicht die Art und Weise, wie man lernt, vielleicht einfach der Stil oder sowas. Also da gibt es viel Spielraum, da müssen wir rangehen und wir erwarten in Deutschland tatsächlich fast immer noch, vor allem bei den staatlichen Hochschulen, dass die Studierenden sich der Hochschule anpassen. Und das ist für mich ein ganz großes Feld, wo ganz viel sich switchen würde, wenn man anders denkt. Jedenfalls die Hochschule, die sagt, unser Profil ist, wir wollen genial Studierende betreuen. Was ich spannend finde, ich glaube, bei euch in den Studien sind ein oder zwei Spiele auch von kompletten Neugründungen. Ja. Also könnte man vielleicht sagen, warum diese mühsame Transformation überhaupt angehen? Man könnte ja auf dem Greenfield einfach auf dem weißen Blatt Papier von Grund auf alles neu gestalten. Genau, könnte man. Ich fange vielleicht mal an, weil das Beispiel hatte ich rausgenommen aus Zeitgründen. Also ein Beispiel der Studie ist auch die Schule École 42, also die Schule 42, die aus Frankreich kommt, das Modell mittlerweile in Wolfsburg, Heilbronn und in Berlin auch eine Dépendance hat. Und da ist der sozusagen Treiber, der Fachkräftemangel, also sozusagen die Nachfrage nach Menschen mit Computerkenntnissen, jetzt im weitesten Sinne Programmierkenntnissen, und die Unfähigkeit, schnell diesen Bedarf im herkömmlichen System zu decken. Ich würde sagen, das ist ein Treiber, sehr, sehr unternehmensnah, diese Hochschule mit vielen auch privaten Förderern in Deutschland. Vom Peer-Learning-Konzept ganz anders als jetzt die normale, also man geht erstmal in so ein Peer-Learning-Piscine, heißt das, man spricht quasi im Schwimmbad, wer das überlebt, kann bleiben, sage ich mal so ein bisschen. Die einzige Voraussetzung ist, dass man 18 sein muss. Und also das ist radikal neu gedacht, ist auch nicht anerkannt als Hochschule, aber zeigt eigentlich ein Problem. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, das war ja deine Frage, ob es so Neugründungen mal gibt. Es zeigt, dass gerade bei einer schnellen, bei einem krassen Fachkräftebedarf, der schnell gedeckt werden muss, unser System das nicht bedienen kann. Und dafür sind die Modelle gut. Ein anderes Modell, finde ich, nach wie vor ist die Code University, die aber den Weg gegangen ist, so würde ich es bewerten, innerhalb des Systems mit Hochschulanerkennung wirklich auch ein neues Modell auszuprobieren. Und ja, solche Ansätze braucht es, aber ich würde mir ja eigentlich irgendwie auch wünschen, dass die staatlichen Hochschulen Wege finden, sich neu zu erfinden. Wege finden? Wie könnte ein Weg aussehen, zu einer dieser Identitäten zu gelangen? In deinem Buch beschreibst du ja auch so einen, ich glaube, vierstufigen Prozess, wie man sich da durcharbeiten kann. Vielleicht zur Frage vorher nochmal. Ja. Ich glaube, dass man merkt das schon auch, dass Neugründungen einfach viel, die auf dem Feld einfach neu anfangen, die haben viel mehr Möglichkeiten. Man kann das an dem Beispiel klar machen, wer löst gerade Fakultätsstrukturen auf und macht mit irgendwelchen Schools oder übergreifenden innovativen Matrixstrukturen interdisziplinäre Arbeit. Das war die Fachhochschule Hamm-Lippstadt, Neugründung. Das ist die Neue Technische Universität in Nürnberg. Aber es gibt eben auch die TU München, die sagt, uns gibt es schon irgendwie ein paar Jahrzehnte. Wir machen das jetzt auch. Also es gibt auch im Bestand, sozusagen Bauen im Bestand ist auch möglich, aber viel schwieriger, weil ich muss da einen Besitzstand ran, muss als Leute auch verärgern. Also man braucht dafür ein bisschen mehr Mut. Du fragst, wie können Hochschulen sich verändern in so Richtung Profil? Ich habe gestern mein eigenes Buch nochmal gelesen, man weiß ja nicht mehr alles. Und ich habe mir nochmal vier Sachen rausgeschrieben, die ich total wichtig finde, die quasi elementar sind, damit es überhaupt funktioniert. Das erste ist, ich glaube, man braucht Anlässe. Freiwillig macht wir gehen von einer bestehenden Hochschule aus, freiwillig geht keiner Veränderungsprozess an. Man hat irgendeinen Treiber. Man hat entweder Geld, das lockt, oder Geld, das fehlt.
oder man hat einen Personalwechsel an der Spitze oder bei entscheidenden Figuren oder man hat einen Anlass, dass man eine Zielvereinbarungsrunde hat oder einen Hochschulentwicklungsplan, hat Veränderungen im Umfeld, auf die man reagieren muss. Das ist so der erste, man braucht einen Anlass, überhaupt ranzugehen. Aber das reicht noch nicht aus, da braucht man erstmal im zweiten Schritt auch mutige Akteure, die sagen, ich ziehe mir den Hut an und ich gehe an die Front und ich versuche was zu reißen. Wir hatten eben auch den Impuls von einem oder das Beispiel von der Hochschule, wo top-down verkündet worden ist, wir sind jetzt die Hochschule. So geht es natürlich nicht in Deutschland, einfach das Verkünden top-down, aber es braucht Leute, die sagen, meine Schultern sind breit genug, ich stelle mich jetzt dahin und ich bringe das irgendwie durch. Das dritte ist ein guter Prozess, eben nicht nur top-down, sondern partizipativ, aber auch nicht zu partizipativ, dass wieder alles zerredet wird und am Ende alles bleibt, wie es ist. Das wäre das dritte, ein guter Prozess. Und das vierte ist, dass man gute politische Rahmenbedingungen hat, die im besten Fall nicht im Weg stehen und im günstigsten Fall unterstützen. Und das ist, wenn man so vier Bedingungen hat, das ist halt nicht leicht zu erreichen, aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich noch ein paar Fragen, aber es sind auch schon genug im Chat. Das heißt, wir fangen mit dem Chat an und wenn dann doch noch Luft sein sollte, dann versuche ich meine auch noch reinzumogeln. Erstmal die Frage der Vergleichbarkeit kommt von Steffen Probe. Wie sind denn US-Universitäten, wo horrende Summen zu entrichten sind, mit uns vergleichbar? Ist das trotz dieser strukturellen Unterschiede möglich? Diese Analyse wäre interessant. Also ich finde, dieses Argument kann man immer sagen, es ist ein sehr stark privat getragenes Hochschulsystem. Es arbeitet natürlich nach anderen Logiken. Aber ich finde, und das ist das Schöne an der Studie aus meiner Sicht, es werden über diese Pain Points Elemente rausgenommen, die eben aus meiner Sicht übertragbar sind. Wir haben das übrigens auch so ein bisschen bewertet, ne? Übertragbarkeit mit so einem kleinen Barometer und Wirksamkeit. Also dass man auch sagen kann, ist das sehr wirksam und schwer zu übertragen. Aber ich glaube, nehmen wir mal die Anerkennungspraxis. Ich kann mir schon als eine regional verortete Hochschule überlegen, wie ich mit Partnern in der Region sozusagen nicht hochschulische Kompetenzen anerkennen lassen kann. Die Frage von Innovationsprojekten von Studierenden, das ist diese Students for Students Initiative. Was spricht eigentlich dagegen, solche sozusagen Innovationseinheiten in Hochschulen mit einzubeziehen in die Weiterentwicklung der Lehre? Oder ein drittes Beispiel, diese Enterprises, die heißen jetzt Enterprises, aber das sind natürlich keine GmbHs in der Hochschule, sondern es sind am Ende legitimierte Einheiten, die Veränderungen aufgreifen und treiben mit einer bisschen anderen Logik als unsere klassische sozusagen Stabstelle. Und insofern glaube ich schon, dass wir brauchen keinen Systemvergleich, um diese Lösungen, die erarbeitet wurden, woanders, wir haben ja noch ein paar europäische Beispiele in der Studie, um solche sozusagen Impulse aufzugreifen für die eigene Hochschulentwicklung. Mini-Ergänzung nur, die reagieren auf Bedarfe. Und jetzt ist die spannende Frage, nicht sind die Hochschulen vergleichbar mit uns, sondern gibt es den Bedarf bei uns auch? Und wer reagiert auf den Bedarf? Und wenn keiner, warum nicht? Das ist ja eklatant bei uns. Wir sind jetzt schon öfters auf das Thema private Hochschulen noch gekommen. Mittlerweile studieren 12% der Studierenden an einer privaten Hochschule. Warum? Weil die einfach etwas wendigere Schnellboote sind, weil die schneller reagieren können als auf Bedarfe, weil die schneller irgendwas aus dem Boden stampfen, was aber genau den Puls der Zeit trifft und einfach einen Bedarf bedient. Das wird da teuer bezahlt. Das wird da keiner bezahlen, wenn es nicht genau das abdecken würde, was man braucht. Wir springen jetzt durch die Fragen ein kleines bisschen hin und her. Ich nehme gerade die aus dem Chat. Wenn jemand im Publikum sofort auch bei dem, was wir gerade diskutieren, einen Gedanken hat, einfach die Hand heben. Wir haben das Mikro hier unten, dann kommen wir zu euch. Also gerne bemerkbar machen, wenn ihr direkt an einem bestimmten Punkt mit reinspringen wollt. Hier auch eine gute Frage. Ah, da hinten ist schon eine, genau zu dem. Dann nehmen wir die gerade mit rein, die Frage. Wolfgang Dahlke von der Humboldt-Universität. Mich würde interessieren, ich finde den Ansatz der Spezialisierung und des Brandings sehr interessant. Wir sind auch gerade durch einen Leitbild-Lehre-Prozess gegangen. Das Ergebnis sind wir sehr zufrieden mit, befriedigt natürlich nicht den Unique Selling Point der Wirtschaft. Ich wollte mal fragen, ob es bei der Foresight auch so ein bisschen Hindsight gab oder gibt und man sich Überlegungen auch gemacht hat, wie vielleicht der Auftrag eines spezialisierten Geschäfts oder Geschäftsmodells, das nicht auf Dauer angelegt ist, sondern auf einen Moment in einem bestimmten Markt abzielt, ob das voll vereinbar ist mit dem, was Universitäten und Schulen im Gesellschaftsleben leisten sollen oder müssen. Also man könnte ja auch die Schulbildung spezialisieren, dass man eine Schule hat,
die sich auf gutes Zusammenspielen und miteinander auskommen und Konflikte lösen oder eine, die auf Lesen und die andere, die sich auf Rechnen spezialisiert. Also überspitzt jetzt, weil wir beim Überspitzen sind. Das würde mich interessieren. Ich finde den Ansatz gut. Ich denke, auch Hochschulen sollten sich verändern. Ich glaube aber, wenn man verstehen will, warum das hier nicht geht, dann sind nicht nur die Hochschulen schuld oder so. Wer möchte? Ich kann mal anfangen. Der Witz ist, dass selbst die Schulen sich spezialisieren. Früher gab es das Abitur, am besten noch mit Latein und Altgriechisch. Inzwischen kann man nicht nur verschiedene Leistungskurse wählen, sondern es gibt das Berufsabitur. Ich kann mit einem technischen Schwerpunkt Abitur machen. Ich kann mit IT-Schwerpunkt ein Abitur machen. Das finde ich genial. Jetzt könnte man auch sagen, da wird scheinbar jeder durchgeschleust. Im Gegenteil, die Anforderungen sind weiter hoch. Aber ich habe früher die Möglichkeit, mich auch da zu spezialisieren als Schüler. Und die Schulen haben Möglichkeiten, auch einen Schwerpunkt zu setzen. Also insofern ja, den Hochschulen geht doch die Arbeit nicht aus. Die Frage ist nur, ob das, woran sie arbeiten, das ist, was die Welt gerade braucht. Und ich glaube, wir brauchen sehr viele verschiedene Hochschulprofile, von denen einige derzeit nicht ausreichend abgedeckt ist. Und wenn ich das mal frech formulieren will, es gibt so ein paar dynamische Akteure, die am Puls der Zeit sind. Und da gibt es einige Hochschulen, die ja so mehr auf Autopilot laufen. So nach dem Motto, es wird schon immer irgendwie weitergehen. Und ich weiß nicht, ob in der aktuellen Lage, auch mit Schuldenbremse und Co. in manchen Bundesländern, es für alle Hochschulen immer weitergehen wird, wenn sie auf Autopilot irgendwie durchkommen. Darf ich vielleicht noch eine Ergänzung? Also zum einen ist mir wichtig, dass die Painpoints oder auch die Veränderungsbedarfe jetzt nicht ausschließlich wirtschaftsgetrieben gemeint waren, sondern ich glaube, dass bestimmte Bedarfe, so wie du das auch gesagt hast, eben entstehen aus einer, ich glaube, Maya Göpel hat es heute Morgen gesagt, aus so einer radikalen Gesellschaftsveränderung, in der wir auch sind. Und insofern würde ich sagen, also das hat mir eigentlich an dem Konzept gut gefallen bei euch, dass man auf diese Bedarfe ja unterschiedliche Antworten finden kann. Also wenn wir eine nehmen wir mal jetzt die Humboldt-Uni, eine sehr forschungsexzellente Universität, die sieht bestimmte globale Herausforderungen und kann vielleicht einen Societal Impact eher über das Wissen, was bei euch entsteht und über die Art und Weise, wie ihr das Wissen einbringt, in gesellschaftliche Debatten leisten. Eine andere, ich bin in einem Hochschulrat zusammen mit Frau Käsel, einer technischen Hochschule in einer stark mittelständisch geprägten Region. Da ist ja die Frage, wenn ich jetzt einen Fachkräftebedarf habe aus meiner sozusagen, und das ist auch ein Teil der Identität dieser Hochschule, dass ich dann, dann ist meine Antwort nicht, ich fokussiere mich auf die Bearbeitung von globalen Challenges in der Forschung, sondern ich fokussiere mich in meiner Weiterentwicklung auf sozusagen die Kooperation mit meinem umliegenden Mittelstand, der Innovationsfragen hat, oder eben auf das Thema Fachkräfte und einen Kompetenzwandel, den ich versuche anzustoßen. Und letzter Satz, und das glaube ich, das ist das Charmante an dem Konzept. Ich glaube, eine Veränderungsfähigkeit, eine Adaptionsfähigkeit heißt nicht, dass man den Kern verliert, den einen ausmacht, den die Universität ausmacht, sondern dass man eine unterschiedliche Antwort findet, je nach Profil auf die aktuellen Herausforderungen, die man sieht. Und das finde ich auch wichtig, dass wir nicht, dass Hochschulen immer noch unterschiedlich bleiben und auch diese Unterschiede ausspielen. Ich nehme eine Frage hier aus dem Chat mit ein. Bevor ich sie vorlese, einen Hinweis an Sebastian. Ich habe nämlich meinen Rechner vorhin ins Ladekabel angeschlossen, extra aber das Ladekabel nicht in die Steckdose. Und ich habe noch 4%, aber wahrscheinlich reicht es nicht für den Rest des Panels. Wenn du mir einen Ersatzrechner mit Chat bringen kannst, dann sind wir sicher aufgestellt. So, jetzt kommt die Frage. Die Gegenfrage zu der These nämlich, warum sollte Spezialisierung im Sinne einer eigenen Identität jeder Hochschule ein sinnvolles Ziel sein? Gerade die großen, fachlich heterogenen Universitäten bieten doch besondere Möglichkeiten fachübergreifenden Forschens und Lernens. Das passt auch gut, weil wir heute sehr oft gehört haben, wir brauchen dieses Interdisziplinäre, Transdisziplinäre, um die komplexen Herausforderungen zu lösen. Then just do it, würde ich sagen. Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir diese Möglichkeiten nicht haben. Ich sehe nur, dass der Weg zu mehr Interdisziplinarität oder auch Transdisziplinarität, wenn man sozusagen externe Wissensgeber mit reinnimmt, steinig ist. Also der wird auch nicht umarmt immer von den Disziplinen. Und insofern würde ich auch sagen, ja, große, breit aufgestellte Universitäten haben hervorragende Voraussetzungen, interdisziplinär Aufgaben, also Herausforderungen zu beforschen oder Lehrer interdisziplinär zu denken. Ich sehe es aber nicht überall mit großer Begeisterung, sondern eher dort, wo eben externe Treiber sind. Also ich brauche vielleicht einen interdisziplinären Cluster, den ich beantragen will, da brauche ich Partner.
oder ich, ist jetzt ein bisschen negativ gezeichnet, aber ich glaube, das hat mir auch an diesen Enterprises so gut gefallen, die hatten explizit die Aufgabe, die Disziplinen zusammenzubringen. Also ich glaube auch da, das sind gute Voraussetzungen, da wäre eher meine These, das wird noch nicht ausreichend genutzt, weil Universitäten oder Hochschulen nicht unbedingt Interdisziplinarität auf der Ebene Forschenden immer umarmen. So würde ich es mal formulieren. Da hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage aus dem Chat. Was aber stimmt bei dem Punkt ist natürlich, dass es eine kleine Fachhochschule mit begrenztem Fächerspektrum viel leichter hat, sich auf ein Thema zu einigen, einen Ansatz oder irgendetwas, was im Zentrum steht. Das ist ja völlig klar, dass eine große Universität mit vielen verschiedenen Fakultäten und eine Volluniversität sich viel schwerer tut, das auf einen Begriff zu bringen. Aber ist ja gar nicht nötig. Aber man muss sich nur einig sein, was man will. Ich habe erst, nachdem ich die PowerPoint abgegeben habe, hier entdeckt, dass es eigentlich sehr viele Anknüpfungspunkte auch gibt zu diesem Golden Circle von Simon Sinek. Das kennen Sie vielleicht. Der hat im Kern sozusagen die Frage, was treibt mich an, dieses Warum. Dann kommt erst das Wie mache ich es und ganz zum Schluss kommt das Was. Das ist sozusagen seine Dreistufigkeit. Und wir reden bei Hochschulen ganz oft über das Was. Was für ein Studienangebot? Was kommt am Ende raus? Und eigentlich gründet aber alles in diesem Kern der Identität, in diesem Warum mache ich das? Was ist mein Antreiber? Was will ich erreichen? Was habe ich vor? Was ist meine Existenzberechtigung? Und ich glaube, dass, wenn man das klar hat, sehr vieles auch im Nachgeordneten sich leichter klären lässt. Und das kann auch eine große Universität mit ganz vielen verschiedenen Fakultäten. Da passt die Frage wunderbar dazu. Wie soll es denn gelingen, in Institutionen, die traditionell intern um Ressourcen und Einfluss für ihre Fachbereiche kämpfen und keine starke homogene Identität oder Führung haben, zu einer solchen, vielleicht sogar radikalen neuen Identität zu finden? Ja, ohne starke Führung geht es schon mal gar nicht. Das ist leider ein Engpassfaktor da. Ich glaube, das hängt wirklich dran an den Anlässen, die ich eben gemeint habe. Wenn eine Hochschule keinen Leidensdruck hat, wird es nicht vorangehen. Und es müssen sich ja vor allem die Hochschulen verändern, die viel verschlafen haben bisher, um das mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt ja ein paar, die haben schon ein Profil. Es gibt die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, da sagt der Name schon, was da los ist. Es gibt Hochschulen, die sagen, wir sind stark in der Weiterbildung. Hochschule Wismar, übrigens geboren aus der blanken Überlebensnot. Die standen kurz vor einem radikalen Schnitt und dann hieß es, wir gehen in die Weiterbildung, sind erfolgreich. Kaiserslautern macht sehr viel in der Weiterbildung. So gibt es schon Hochschulen, die sagen, wir haben was gefunden, wofür wir stehen. Und die, die Nachholbedarf haben, die haben wahrscheinlich am meisten auch die Umstellungsschmerzen. Aber das muss man irgendwann beginnen, glaube ich, weil das dauert ja auch ewig, bis man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, jetzt sind wir die Hochschule für irgendwas. Sondern man muss dann in den Folgejahren die Berufungspolitik danach ausrichten, dass man nur Menschen beruft, die nicht nur in ihrem Fachgebiet exzellent sind, sondern eben auch diesen Spirit mittragen, wie auch immer der aussieht. Das heißt, es wirkt sich auf lange Frist erst aus. Man kommt auch, das ist auch ein schmaler Grat zwischen, was stellt schon nach außen, nach dem Motto, wir als Hochschule sind das und das, wenn es oft nur eine Absichtserklärung erstmal ist. Man muss also ein gewisses Fundament haben, zu sagen, da sind wir schon besser als andere und das entwickeln wir weiter. Sonst wird es auch unglaubwürdig, wenn man nur ein Traumgebäude, ein Traumhaus verkauft, das kauft einem keiner ab. Bevor du antwortest, Andrea, gibt es noch jemanden im Publikum, der mitmischen möchte? Dann schicken wir schon mal das Mikro in die Richtung, während Andrea spricht. Nein? Dann schieß los. Eigentlich ist alles gesagt. Alles gesagt schon. Ich wollte noch einen anderen Aspekt, vielleicht ist mir zumindest jetzt bei der Frage dazu eingefallen. Also das eine ist ja, welchen Anlass habe ich, mich zu verändern? Und das andere, wie leitet mich dann das Profil, auf das ich mich mal geeinigt habe, eigentlich in dem, was wir tun. Und ich will vielleicht ein kurzes Beispiel nennen. Du hast die Hochschule schon genannt in Eberswalde, die ja schon lange, ist eine, die immer für das Thema Nachhaltigkeit genannt wird, die das schon vor vielen Jahren auch so für sich festgelegt hat. Und ich durfte da letztens in einem Prozess mit beteiligt sein und habe dann dort die Diskussion miterleben dürfen, was heißt denn jetzt Digitalisierung in der Lehre für die Hochschule Eberswalde. Und die Diskussion war sehr stark geprägt, auch von der Frage, was heißt denn Digitalisierung für die Lehre in einer Hochschule, die Nachhaltigkeit als Schwerpunkt hat. Also angefangen von, welche Tools nutzen wir dann, aber hin auch, welche Kompetenzen brauchen wir denn eigentlich in dieser Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und da habe ich so gedacht, also das wurde ja bestritten, diese Debatte auch von Lehrenden dort an der Hochschule, das ist so verinnerlicht in der Hochschule, dieses Profil, dass es jede Debatte, Strategieentscheidungen, sinkende Studierendenzahlen, was machen wir dann und so, immer geprägt ist auch von diesem Kernprofilement, was die sich gesetzt haben. Das fand ich schon, ist jetzt eine kleine Hochschule, würde vielleicht die HU Berlin sagen, das ist eine kleine Hochschule, ist vielleicht auch einfacher, aber das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das ist dann auch den Mehrwert, den man hat, wenn man sich einmal geeinigt hat auf irgendeinen Pfad, weil dann
sind es Leitplanken für strategische Fragen bei sich ändernden Rahmenbedingungen, die helfen, auch so einer Zukunftsversion halt Richtung zu geben. Als kleiner Metakommentar, ich glaube, die waren auch in der Peer-to-Peer-Beratung, oder? Richtig. Weil wir haben heute Nachmittag noch die Verleihung der aktuellen Peer-to-Peer-Beratung. Ja, genau. Also das hat mich sehr beeindruckt, die Peer-to-Peer-Beratung. Ein wunderbarer Case, warum das ein wertvolles Format ist. Ja. Genau. Ja. Die Hochschule, ist das auch vielleicht sogar einer deiner Phänotypen? Ich weiß, du hast zum Beispiel so den regionalen Motor als eine Profilierung oder auch die Hochschule, die sich zum Beispiel einer wirklich globalen Herausforderung widmet, sei es zum Beispiel Nachhaltigkeit oder so. Wirst du das da wiederfinden? Genau, aber nur beispielhaft. Also es waren wirklich Idealtypen, wo wir sagten, das fällt uns erstmal spontan ein. Wir sind ja mehr im Fiktiven unterwegs, ihr im Realen. Im Idealfall überschneidet sich das stark. Es können auch ganz andere Typen notwendig sein. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Es gibt, ein Profil heißt ja nicht, dass alles nach Schema F läuft, sondern es heißt nur, man einigt sich darauf, dass im Wesentlichen das und das eine Rolle spielt. Das erklärt wirklich nicht alles, was in der Hochschule passiert. Und auch in Eberswalde dreht sich nicht alles nur um Nachhaltigkeit, aber es spielt oft mit rein. Es spielt in wesentlichen Bereichen mit rein, in Vorzeigebereichen, in den studiennachfragestarken Bereichen. Das heißt, es gibt immer auch Platz für Abweichungen, für Menschen, die ganz was anderes machen, solange sie gute Arbeit machen. Wir sind der Auffassung, das ist auch nötig und hilfreich. Vielleicht entsteht daraus der Schwerpunkt der nächsten 10, 20 Jahre. Es ist ja, wie zu Recht gesagt wurde, eben nicht alles immer für immer. Es wird immer Hochschulen geben, es wird immer Lehre und Forschung geben. Aber was da drin passiert, das kann ja wechseln. Und auch wenn man sagt, ich richte mich sehr stark nach der Gesellschaft aus. Die Welt kann sich so schnell drehen, das wissen wir seit KI und dem Ukraine-Krieg und Co. Da reaktionsfähig zu sein, ist, glaube ich, ein ganz großes Merkmal auch von Hochschulen. Hier kommt eine, ich glaube, eher kritische Frage. Solange die Qualifizierung der Lehrkräfte über alle Hochschulen hinweg identisch ist, kann sich die Hochschule doch nur sehr bedingt spezialisieren. Eine Professur ohne Forschung oder Einwerbung, kaum denkbar. Nichts zustimmt? Nee, lass mal kurz überlegen. Ich gewinne Zeit durch. Genau. Also ich weiß nicht genau, was sich hinter der Frage verbirgt, ob die Frage der, genau, ob es auch eine Frage der Anreizstrukturen ist. Und ich glaube, bitte? Ach, super, ja. Ach, gut, dann ah, perfekt. Dann vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausführen. Philipp Hallermann hier. Ich habe insofern gefragt, ich sehe das ja, wie Professuren letztlich besetzt werden, an welcher Kriterien meisten Professuren, zumindest an Universitäten, besetzt werden dann an der Stelle. Oder Qualifizierungspfade eben gehen über Peer-Reviewed Publications, über entsprechende Index, über Einreichungen, über Einwerbungen und so weiter, die harte Kriterien wirklich sind an der Stelle. Und wenn man jetzt sagt, wir fokussieren uns zum Beispiel auf den Bereich Weiterbildung oder wir fokussieren uns auf die Lehre oder in diesen Profilen, dann läuft so eine Qualifizierung eigentlich genau konträr zu diesem identischen Bild. Und da frage ich mich, ist nicht die Politik und sind die politischen Vorgaben da an der Stelle einfach ganz, ganz große Hemmschwellen, wie auch teilweise Hochschulen definiert werden oder wie die Rolle von Professorinnen und Professoren definiert werden? Mhm. Also ich würde dir insofern recht geben, als natürlich, wenn man sich jetzt mal die Beispiele, die in der Studie sind, anschaut und man sagt, wir konzentrieren uns radikal auf den Studierendenerfolg, dann würde ja daraus im Prinzip folgen, dass es auch eine Priorisierung von Lehre über Forschung gibt, wobei wahrscheinlich auch dort, kann ich dir jetzt nicht sagen, Forschung und Lehre zusammenhängt, aber am Ende, wenn das die Kriterien sind, dann steht Lehre im Vordergrund. Und dann ist natürlich die Frage in einem System wie bei uns, wo wir eigentlich nur einen Typ Professur haben, die nach Forschung und Lehre ausgewählt wird, fehlt uns vielleicht auch die Flexibilität, eine solche radikale Zuspitzung und sozusagen Fokussierung am Studienerfolg durchzusetzen. Auf der anderen Seite sieht man halt dort auch, es ist ja nicht so, dass die Lehrenden ausschließlich beitragen zum Studienerfolg, sondern durch die starke Learning Analytics Nutzbarmachung für eine Begleitung von Studierenden, das meint ja auch nicht alles die Professuren, die Begleitung und das Mitnehmen und das Ausgleichen vielleicht auch von Lerndefiziten, dass dadurch, glaube ich, auch
vielleicht ein Potenzial, wäre jetzt eine These, ne, auch an der großen Volluniversität, die sehr stark sich auf die Forschung fokussiert und trotzdem den Studienerfolg hochpriorisieren will, es möglicherweise durch Technologien und andere Supportstrukturen funktionieren könnte, ein anderes sozusagen Miteinander von Professur und sonstigen lernunterstützenden Einheiten geben könnte. Das wäre vielleicht jetzt so eine These, aber ich würde auch sagen, wir sind bedingt flexibel in den Stellenkategorien bisher. Ich glaube, das ist ja dein Hauptpunkt. 3 Minuten haben wir noch. Ich glaube, wir schaffen vielleicht 2 Fragen, wenn wir uns beeilen. Eine gibt es hier aus dem Raum. Ja, genau. Danke, Rea Kodalle, Uni Oldenburg. Das ist eine wunderbare Vorlage. Meine Frage zielt nämlich genau darauf ab, wie kann denn die Universität eine gute Arbeitgeberin von morgen werden, weil die Uni an sich ist ja nicht das tätige Subjekt und die Professorinnen und Professoren machen auch nicht die überwiegende Forschungsarbeit oder gar Lehrtätigkeit, sondern ich weiß es für Niedersachsen, sind es ungefähr 90% von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Qualifikationsphase, die befristet beschäftigt sind. Und wenn wir sehen, dass ich glaube, an die 95% der Promovierten die Universitäten verlassen, also vorne rein, hinten wieder raus und das immer wieder, dann geht ja unheimlich viel Wissen auch flöten und um es mal mit Frau Göpel zu sagen, die Leute haben auch keinen Bock mehr. Die suchen sich einfach andere Arbeitgeber und es sind high-end qualifizierte Personen. Also wie kann die Uni von morgen eine gute Arbeitgeberin werden, wenn wir jetzt einen Arbeitnehmerinnenmarkt inzwischen schon haben? Danke dir. Was sagt ihr? Da hätte ich auch gerne Antwort drauf. Also ja. Der Punkt ist, das ist ja ein Dilemma zwischen der Erneuerungsfähigkeit der Wissenschaft, die eben auch durch Fluktuation erfolgt, und der Planbarkeit von persönlichen Biografien, Kinderwunschfragen und Co., die ja auch oft dann unter die Räder kommen. Das ist absolut ein Dilemma, was man nicht mit einer salomonischen Lösung irgendwie hinkriegt. Also ich habe leider keine Lösung da. Ich habe auch keine Lösung, hätte aber noch, ich glaube, ein Element, was sowieso sich verstärken müsste und was dann etwas ausgleichen würde, diesen Effekt, den du beschreibst, vorne rein, hinten raus und Wissen weg. Wir haben ja sehr, sehr wenig sozusagen Perspektivwechsel, auch wenn man erstmal weg war. Ne? Also diese Frage von, wie kann Hochschule eigentlich attraktiv sein für bestimmte Karrierephasen, auch von Menschen, die nicht nur an der Uni bleiben. Aber ich komme zurück, ich gehe wieder weg, ich komme zurück. Ich glaube, diese Art der Durchlässigkeit wäre für mich ein Element der Attraktivität. Es ist ja ein sehr starres System eigentlich. Das ist jetzt, hat nichts so richtig mit unserer Profilierung zu tun, aber es wäre so ein Element, der es mir einfallen würde. Und das sehen wir, jetzt kommt wieder der Vergleich USA, gerade im Bereich der KI-Forschung. Es ist total selbstverständlich, dass Professuren mit 30% in den Unternehmen sind. Bei uns irgendwie nicht umsetzbar aus irgendeinem Grund. Und das macht sozusagen beide Welten dort aber sehr attraktiv. Ich bin als Forschender beteiligt an den neuesten KI-Innovationen in den großen Firmen dort und gleichzeitig habe ich das Privileg, in der Forschung, in der akademischen Welt zu sein. Also das wäre für mich so ein Modell, könnte vielleicht auch mal irgendwie, wir könnten auch versuchen, das hinzubekommen. Ich glaube, das wäre auch so ein zweites Element von Attraktivität. Ja, ein Ansatzpunkt könnte tatsächlich sein, die HAW, die zunehmend Promotionsrecht bekommen, dass die, wie ich es eben angedeutet, eben sich nicht nur ausrichten nach den Uni-Standards, sondern das anders gestalten, da wird das Berufsbegleitende reinkommen oder was wir eben auch einfiel, Niedersachsen hat jetzt schon Teilzeitprofessuren für Menschen, die irgendwo im Beruf stehen und ihr Praxiswissen einspeisen, aber eben mehr als nur Privatdozent oder außerplanmäßiger, sondern wirklich eine Berufung auf eine Teilzeitprofessur. Das ist auch so eine Variante, die eigentlich sehr charmant ist, die leider auch nicht bundesweit verfügbar ist. Ich sehe, wir haben noch 1 Minute, die nutze ich noch schnell zum Danke sagen. Erstmal vielen Dank für das Mitmischen hier im Raum und im Chat. Ich weiß, wir haben nicht geschafft, alle Beiträge aufzunehmen im Chat. 1-2 Fragen sind noch offen geblieben. Diskutiert die gerne miteinander in der Community. Dafür ist die Plattform da. Hier im Raum gerne noch aufeinander zugehen. Ich glaube, Ulrich und Andrea sind bestimmt noch ein paar Minuten da. Und ansonsten würde ich noch sagen, die Studie zu lesen, wir hatten den Barcode gesehen, lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur inhaltlich spannend, sondern liest sich auch richtig gut, ist wunderbar aufbereitet. Und das Buch, halt es vielleicht noch einmal in die Kamera, du hattest deinen Barcode nicht dabei. Genau, hier sehen wir nochmal das Buch, gerne bestellen, vielleicht packen wir den Link auch noch schnell in den Chat rein. Authentische-hochschule.de. Ah, wunderbar, das war doch gut vorbereitet. Genau, authentische-hochschule.de, auch ein super Buch, liest sich ebenfalls sehr gut. Danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Danke. Vielen Dank. Tschüss.
Und wie immer geht es hier in ein paar Minuten weiter, während wir hier nochmal die Bühne umräumen. Gibt es natürlich auf der Plattform viel zu entdecken, also geht los, stöbert und wir sehen uns danach dann wieder im Stream.